Spielen gegen Tiny Chris kann tödlich sein. Zu Risiken oder Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Moin meine Süchtlinge draußen, hier ist der Tiny Chris. Schon wieder auf Nuketown, auf was anderes finde ich zurzeit nicht, das ist echt krass. Natürlich habe ich mir auch eine neue Tarnung gekauft, sonst bin ich nicht mehr cool. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ah komm. Hat der viel geschluckt. Dem erstmal das Ziffer in die Fresse geworfen. Oh. Er ist ja mein Mate. Waren wir jetzt ein bisschen unschlüssig, wo er rauskommt. Pass auf, Alter, da sind welche oben. Gut. Ja, komm. Scheiße. Sind das so wenig Gegner da? Ist der im Auto? Alles klar. Was? Hoppala. War nicht im Ernst, Alter. Ich sterbe jetzt nicht wegen schlechtem Aim. So. Anscheinend schon. So. Kann ja nicht wahr sein, ey. Entschuldigt mein Aim, Alter. Gut. Ja, da treffe ich bloß einen, wie es ausschaut, oder? Oder? Ja. Schade. 17-0. Natürlich sind sie wieder alle raus. Meine Güte. Haut doch nicht am ab von mir. Will doch nur spielen. Ich hoffe, da kommen jetzt wieder welche. Ah. Bitte spawnen sie. Bitte spawnen sie. Mann, das ist immer dasselbe. Na gut. Ne, Orbital, den spare ich mir jetzt auf. Ich meine, wenn hier keiner ist. Mann, hasse ich das. Das ist ja mehr oder weniger eine Gratis-Nuklear, Alter. Was ist denn das? Jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das? Jetzt ist noch einer reingekommen. Okay. Erstmal alleine den Spawn auseinanderreißen. Oh fuck. Hallo. Hoppala. Hallo. Okay. Ja. Nein, ich sterbe noch, ich bin blöd, egal. Hab Nuklear. Und das lämste Match aller Zeiten. Oh yeah!
voll geil durchgeschossen. ...48-1. Meine Fresse, ist das langweilig. Das ist meine Scheiße, das ist voll langweilig, Mann. ...54-1, ich glaube ich. ...56-1. Guter Score. Ziemlich cool, wie ich den auch alleine zerrissen habe zum Schluss. Aber natürlich wieder ein nutzloser Death, ne? Hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen langweilig war. Mal schauen, wie viele Bewertungen wir schaffen, denn da seid ihr richtig fleißig. Haut rein. PS, ich habe jetzt auch eine Ask-FM-Seite, also wenn ihr mal Fragen an mich stellen wollt, tut es da. Der Link dazu ist ab jetzt immer in der Beschreibung. Tschüss.